Herzlich willkommen. Ich zeige dir jetzt in diesem Video den Bestellprozess bei Young Living. Du bist gerade frisch gebackenes Young Living Mitglied und ich empfehle dir, wie auch im Anmeldungsvideo, dass du dir das vielleicht Schritt für Schritt mit dem Video gemeinsam 1:1 nachvollziehst, dann in deinem eigenen Konto. www.youngliving.com/Nummer ist gleich 1. Weiß nicht, ob es das braucht. Du solltest mit youngliving.com auf diese Seite kommen. Schauen wir mal, ja. www.youngliving.com kommst du auf diese Startseite. Jetzt gehst du in Europa auf Austria, wenn du in Österreich sitzt, Czech Republic, wenn du in Tschechien sitzt, oder sagen wir mal, du sitzt in Deutschland, wie im Beispiel unsere Anna Müller, Nummer 2, die zweite. Hier hast du mal die Webseite youngliving.com/de/at. Das ist die gemeinsame Seite für Deutschland und Österreich. Und hier kannst du schauen, was gibt es so Neues. Da sind tolle Sachen zu finden. Also kannst du wirklich auf Entdeckungsreise gehen, dir alle Produkte anschauen, das Unternehmen anschauen. Hier könntest du natürlich auch mit diesem Link dir dein Mitgliedskonto anlegen. Das kennst du jetzt schon. Muss ich dir nicht nochmal zeigen, aber wir melden uns jetzt an, denn du hast ja jetzt schon dein Mitgliedskonto, du hast dir deinen Mitgliedsnamen und dein Passwort aufgeschrieben und du hast jetzt eine E-Mail gekriegt, wo deine eigene Mitgliedsnummer drinnen ist. Jetzt gehst du dich anmelden, du klickst hier, das bringt dich zu dem virtuellen Büro, das ist dein Büro, über das du bestellen kannst, über das du speziellere Informationen bekommst und über das du auch das Ganze geschäftlich betreiben kannst, wenn du möchtest. Wie gesagt, 92% benutzen das nur als günstige Einkaufsgelegenheit. Gehen wir auf Europa Deutsch. Und das ist jetzt der Eingang zu deinem virtuellen Büro und zu deinem Bestellkonto. Jetzt geben wir hier den Benutzernamen ein. Ich gebe jetzt meinen Benutzernamen übrigens ein, Aditya, weil ich die Anna Müller 2 natürlich nicht wirklich angelegt habe, weil sonst würde jetzt eine Fake-Person da in der Datenbank von Young Living herumgeistern. Und dann mein Passwort, wobei es ist witzigerweise egal, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, aber einfach Zahlen und Buchstaben, 8 bis 12 Zeichen brauchst du. Meldest dich an. Und jetzt bin ich hier in meinem Bestellbüro, virtuelles Büro wird es genannt, Startseite, Produkte bestellen oder meine ALS-Bestellung bearbeiten. Und das ist so ein kleiner Tresor mit einem Geldschein, der raushängt. Was wird hier gesagt? Normale Produktbestellung ist ohne Treuepunkte, ohne ALS-Punkte. ALS-Bestellung ist mit Treuepunkte, Autoship Reward-Punkte. Hier siehst du zum Beispiel, dass ich im Wert von 234,88 Euro quasi gratis ätherische Öle mir demnächst bestellen werde. Das sind einfach Produkte, die haben sich bei mir angesammelt durch die letzten Bestellungen, weil ich liebe diesen Tresor und den Geldschein, der da raushängt, weil ja, da bekomme ich einfach zusätzliche Produkte. Und ansonsten machst du das über Normalbestellung. Was ist jetzt der Unterschied? Normalbestellung, Produkte bestellen kannst du immer machen, jederzeit machen. ALS-Bestellung kannst du nur einmal im Monat machen, machst du dann aber jeden Monat, solange du in diesem Programm bist. Deshalb heißt es ALS, automatischer Lieferservice, wobei, und ich zeige es dir dann gleich in dem Video, du natürlich den Liefertag ändern kannst nach Belieben und auch, was du bestellst. Und man kann da auch einen Monat Ruhemonat machen und man kann das ganze ALS-Programm, dieses Treueprogramm auch abbestellen, dann sammelt man keine weiteren Punkte mehr, aber diese Punkte kann man dann einlösen in Gratisprodukte. Bevor du aber entweder Produkte bestellst oder deine ALS-Bestellung mit den Treuepunkten machst, solltest du hierher gehen zu meinem Profil aktualisieren, denn hier gibst du die Zahlungsweise ein. Du siehst jetzt hier, welches Mitglied mich dereinst im August 2009 an Young Living empfohlen hat. Ich bin dieser Person heute noch dankbar, weil es hat mein Leben in positivster Weise verändert. Hier ist das Passwort, das du dir angelegt hast. Solltest du dieses Passwort nicht mehr gerne haben, dann kannst du es hier gleich ändern. Dann gibst du zweimal hier einfach dein neues Passwort ein.
Hier deine Telefonnummer, hier Mobiltelefonnummer und Festnetznummer und deine E-Mail und dann, wenn du E-Mail-Updates willst, hier den Haken reinsetzen. Wenn du nicht willst, Haken rausnehmen, bekommst du keine E-Mails mehr, auch nicht über Gratisprodukte. Also ich würde es drinnen lassen. Dann klickst du auf Weiter. Jetzt schaust du dir an, passt die Lieferadresse? Das ist die Postadresse, das ist die Lieferadresse. Warum ist hier ein Unterschied? Wenn du zum Beispiel jetzt 3 Monate lang in Sizilien auf Urlaub bist, dann wirst du hier diese andere Adresse eingeben. Auch wenn deine Postadresse in Deutschland bleibt, würde ich dann hier die Lieferadresse entsprechend deines längeren Aufenthaltsortes ändern. Dann hat man hier die Möglichkeit, weil Gary Young sehr viel humanitär unterwegs ist und sehr viele Sachen unterstützt, kann man hier sich beteiligen, indem man von der Kommission, sofern man das geschäftlich betreibt, eine Überweisung vornimmt. Kann man hier einstellen, wie viel Prozent, muss man nicht. Aber es gibt Leute, die sagen, der 10. Teil, den sollte man für gute Taten geben. Wenn du nicht andere Projekte hast, hast du hier zum Beispiel eine Möglichkeit, gutes Karma zu schaffen, anderen Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht, musst du aber nicht. Dann geht es wieder auf Weiter. Und hier geht es jetzt um deine Zahlungsweise. Hier gibst du deinen Namen ein, dann gibst du deine Kreditkartennummer ein, Ablaufdatum der Kreditkarte und die Adresse, auf die das läuft. Und klickst du auf Ja, ich möchte, dass meine Kreditkarte zu zukünftigen Bestellen im System gespeichert wird. Wenn du es nicht klickst, dann ist die Kreditkarte nicht gespeichert. Du siehst, ich habe hier 2 Kreditkarten gespeichert und kann mal von der abbuchen. Ich könnte aber jetzt auch hier eine rausnehmen, Remove, dann ist diese Kreditkarte nicht mehr drinnen. Aber will ich jetzt nicht bei Kreditkarte zahlen, dann gehe ich weiter zu Bankeinzug. Denn Bankeinzug ist für viele Leute in Deutschland und Österreich eine bevorzugte Zahlungsmethode. Jetzt sehe ich hier, okay, ich habe die Kreditkartennummer nicht bestätigt. Ich habe jetzt keine neue eingegeben, das ist natürlich super. Ich habe ja schon 2 drinnen. Was könnte noch der Grund sein? Ich mache mal hier das Häkchen aus, weiter zum Bankeinzug und voilà, plötzlich kannst du dir den Bankeinzug machen. Und das ist jetzt natürlich der Grund, warum ich auch dieses Video extra für dich aufgenommen habe, weil ich garantiere, 9 von 10 Leuten vergessen, dieses Häkchen da oben rauszunehmen, was die Kreditkarte bestätigt. Und nur wenn du dieses Häkchen da oben rausnimmst, kannst du weiter zum Bankeinzug gehen. Dann gibst du hier, siehst du, meine IBAN, meinen BIC-Code könnte ich da jetzt noch nachreichen. Sehe ich gerade, dass der da nicht drinnen ist. Gut, das ist jetzt die Bankleitzahl. Bevor ich da was Falsches mache, schreibe ich es jetzt lieber nicht rein. BIC habe ich natürlich jetzt, das ist glaube ich deutsch.de, DB Hamm. Na, ich gebe es doch rein. Und dann schauen wir mal, was passiert, ob dann das ganze System durcheinander gerät und meine Zahlungen nicht mehr durchkommen. Schauen wir mal. Ich nehme es nicht mehr raus. Zu gefährlich. Also schau dir das dann in deinen eigenen Bankdetails an. IBAN musst du eingeben, BIC musst du eingeben und deine Adresse und dann die Lastschriftvollmacht ausdrucken und diese kannst du dann entweder einscannen und an diese Nummer schicken oder per Post an Young Living Harvard Way in Kimbolton, Cambridgeshire, Großbritannien schicken. Das ist, wird für die SEPA-Überweisungen erfordert, dass man da eine Lastschriftvollmacht auch der Firma gibt. Ich habe hier meinen Bankeinzug drinnen. Den könnte ich jetzt raushauen, wenn ich da jetzt auf Entfernen drücken würde, oh weia, dann müsste ich mich wieder neu anmelden. Wieder IBAN, wieder BIC eingeben und dann Lastschriftvollmacht ausdrucken und das Ganze dann entweder einscannen oder per Post an Young Living schicken. Dann ist es aber gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Bankeinzug als Zahlungsmöglichkeit und Kreditkarte als Möglichkeit, kann mich entscheiden, was ich will. Profilaktualisierung abschließen, jetzt habe ich alles richtig gemacht, das heißt eigentlich falsch gemacht, weil ich hier ein bisschen herumgedrückt habe, ohne was zu verändern. Deshalb
Normalerweise wird es dir dann einfach bestätigt, okay, du hast alles richtig gemacht. Ich gehe da jetzt zurück, schaue nochmal, okay, hier passt noch alles, hier passt noch alles, hier passt noch alles, das ist da mit der Kreditkarte. Und nochmal hier das Häkchen, was du rausnehmen musst, wenn du zum Bankeinzug vorstoßen möchtest. Und passt auch noch, das heißt, hab zum Glück nichts kaputt gemacht. Jetzt, indem ich hier die Zahlungsweisen eingegeben habe, kann ich jetzt zur Bestellung gehen. Und ich bestelle jetzt entweder eine normale Bestellung oder eine Autoship, eine ALS-Bestellung. Ich habe mich jetzt für die normale Bestellung entschieden. Da sehe ich gerade, ich habe ein Guthaben von 23,95 auf dem Konto. Möchte ich dieses Guthaben für diese Bestellung mitverwenden, sage ich natürlich okay. Mache ich jetzt nicht, weil ich jetzt nicht gerade bestelle. Ich mache das nur das Video für dich. Diese Guthaben, die man da hin und wieder bekommt, weiß ich auch nicht, wie die geschehen. Aber einmal hatte ich schon 123 Euro Guthaben und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil da hatte ich eine super Bestellung. Wähle ich mir zum Beispiel jetzt das Karottensamenöl aus, eines. Wähle ich mir die Zimtrinde aus, eines. Und wow, was es da alles gibt. Kann ich mir ein Ticket für die Convention auswählen, auch ganz toll. Muss ich übrigens demnächst bestellen. Hier haben wir ein Orangenblüten-Gesichtswaschgel und Sartin Gesichtspeeling Minze. Diese Produkte sind tatsächlich so hervorragend, dass viele Leute in der Schönheitsindustrie, in der Kosmetikindustrie, die schwärmen, wenn sie Young Living Produkte in die Hände bekommen. Und dann würde ich hier Warenkorb hinzufügen klicken. Aber ich habe ja etwas anderes gewollt. Ich wollte ja das Premium Starter Kit und das finde ich hier. Kannst du dich ans Webinar erinnern? Hier ist dieses Angebot, wo du wirklich sehr viel, also im Wert von rund 300 Euro, um 129 Euro plus Mehrwertsteuer plus Versandkosten, also so rund 153, 159 Euro bekommst. Super Angebot. Das ist so gut, dieses Angebot, dass ich mir dieses Set tatsächlich jedes Monat aufs Neue bestelle, weil die Verdunster, die kann ich verschiedenen Leuten ins Haus stellen oder Leuten leihen oder hin und wieder auch Leuten schenken. Und die Öle, die brauche ich sowieso ständig. Also für mich zum Beispiel lohnt sich dieses ALS, dieses automatische Bestellprogramm, weil ich kriege das einfach jedes Monat aufs Neue und meine Gratispunkte, die wachsen so auch an. Also das wäre, wenn ich jetzt das Premium Starter Kit für Deutschland bestellen möchte. Oder wenn du in Österreich sitzt, das Premium Starter Kit für Österreich, würde ich hier jetzt 1 eingeben. Die da, die nehme ich jetzt wieder raus. Karottensamen will ich jetzt doch nicht. Zimtrinde will ich jetzt doch nicht, weil ich zeige es dir jetzt nur. Warenkorb hinzufügen. Und jetzt zeigt es mir schon, aha, ist natürlich jetzt teurer geworden, wie ich dachte. Wieso kostet jetzt doch 179? Ja, weil ich noch das Orange Blossom, Orangenblüten Gesichtswaschgel und das Sartin Gesichtspeeling Minze dazu genommen habe. Kann ich aber noch rausnehmen. Kann ich hier einfach auf Streichen klicken und hier nochmal auf Streichen klicken und jetzt sehe ich 129 Euro. Jetzt wirst du dich natürlich wundern, wieso habe ich das um 129 Euro, wo es doch mit Mehrwertsteuer so rund 153 Euro kostet. Grund, ich betreibe das gewerblich, ich habe einen Gewerbeschein und das habe ich schon bei der Anmeldung zum Mitgliedskonto gesagt. Wenn du da deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer reingibst, kriegst du das umsatzsteuerfrei und du musst dann halt dem Finanzamt die Umsatzsteuer abführen, wenn du verkaufst, aber nicht, wenn du einkaufst, also die Vorsteuer entfällt sozusagen für den Moment. Das, wie gesagt, eine geschäftliche Information. Wenn du da nähere Informationen brauchst, bitte wende dich an jemanden von Team Enjoy oder der Steuerberater kann es dir natürlich auch erklären. Wenn ich jetzt weiter einkaufen will, klicke ich weiter einkaufen. Wenn ich jetzt den abschließen will, dann gehe ich zur Kasse gehen. Das würde ich jetzt machen. Dann habe ich hier schon meine Kreditkarte im System oder kann auch hier klicken, mein Bankeinzugverfahren im System gebrauchen. Jetzt weißt du nämlich, jetzt siehst du, warum ich dir das vorher gezeigt habe, in mein Profil aktualisieren, weil dadurch ist deine Kreditkarte schon drinnen oder dadurch ist dein Bankeinzug schon drinnen. Und dann klicke ich auf Weiter und ich klicke jetzt immer nicht auf Weiter, sonst mache ich eine Standardbestellung und ich mache aber immer nur ALS-Bestellungen, weil ich ja die Punkte sammle. Also Bestellung stornieren, mache einen Rückzieher, die Guthaben habe ich vorläufig weiter auf dem Konto. Gut für mich,
werde ich dem nichts nützen und ich gehe jetzt zur ALS-Bestellung. Und die sieht jetzt ein bisschen anders aus. Da scheint bei dir, wenn du es zum ersten Mal machst, so eine Information, dass das eben ein Bestellabonnement ist, für das du dann auch Treuepunkte bekommst. Im ersten halben Jahr immer 10% von deinem Bestellwert kriegst du dann quasi an Gratisprodukten gutgeschrieben. Im zweiten Halbjahr, 7. bis 12. Monat, kriegst du sogar 15% dieser ALS-Punkte, dieser Treuepunkte gutgeschrieben. Und wenn du sogar 13 Monate und länger drinnen bleibst, kriegst du sogar 20%. Das ist natürlich schon hervorragend. Das ist der Grund, jetzt verstehst du es vermutlich, warum ich immer auf diese Art und Weise bestelle, weil ich habe gegenüber dem Kundenpreis schon mal 24% günstiger, wenn ich Mitgliedspreis habe, weil ich ein Mitgliedskonto habe. Und dann, wenn ich dieses ALS habe, diese Bestellung mit dem Tresor, habe ich nochmal 20%. Das heißt, ich kaufe tatsächlich um 44% günstiger ein, weil ich jetzt schon seit über einem Jahr in diesem Treueprogramm drinnen bin. Hier kann ich jetzt diese Autoship-Bestellung, wie sie die Amerikaner nennen, oder ALS-Bestellung, wie es auf Deutsch genannt wird, automatischer Lieferservice, ändern. Ich fahre jetzt dann gleich in die USA nach Texas und Florida auf die Young Living International Grand Convention. Deshalb habe ich jetzt hier nicht 1. August stehen. Normalerweise habe ich immer meine Lieferung gleich am 1. des Monats, ausnahmsweise am 15., weil wenn ich nicht zu Hause bin, um das Paket zu empfangen, dann wird es noch zurückgeschickt. Das will ich natürlich nicht. Kann aber das Datum ändern. Geht dann ein Fenster auf und da kann ich frei, die in weiß sind, sind noch freie Liefertage. Wie kann es sein, dass ein Tag grau ist? Wenn ein Tag grau ist, dann sind schon 1000 Bestellungen an diesem Tag vorgemerkt und dann kannst du deine Bestellung nicht mehr dazu tun, weil einfach das Lager hat einfach eine bestimmte Kapazität von Bestellungen, die es bearbeiten kann. Das ist der Grund, warum man hier, das hilft auch der Firma und das ist einer der Gründe, warum die Firma dann so günstigere Konditionen geben kann, indem wir die Tage auswählen, kann die Firma die Lagerauslastung besser berechnen. Kann ich also zum Beispiel jetzt auf den 13. ändern, wenn ich die Lieferung schon am 13. ausgelöst haben möchte. Checke ich, ist es die richtige Versandadresse? Ja, alles gut. Dann gehe ich hier nach Versandinformation und dem Datum. Hier könnte ich, wenn ich es jetzt sehr eilig habe, sogar auf Express-Sendung umstellen. Zum Beispiel hätte ich jetzt in 3-4 Tagen schon irgendwo einen Öle-Workshop oder ein Training und ich bräuchte die Ware dringend, dann würde ich es jetzt bei Express schicken lassen. Ich lasse es aber bei Standard Autoship-Bestellung schicken. Warum? Weil das ist die billigste Variante. Da hast du noch einmal gegenüber dem normalen Mitglied mit der normalen Bestellung eine Ersparnis, ich weiß nicht, von 60% der Versandkosten ist es dann billiger, wenn du die ALS-Bestellung machst. Deshalb diese Option hast du mir hier, wenn du diese Tresor-Bestellung machst. Jetzt gehe ich von Versandinformation auf Produkt hinzufügen. Hier unter Produkte hinzufügen kann ich also meine Bestellung eingeben. Ich habe hier jetzt noch eine alte Bestellung, deshalb zeige ich dir zuerst, wie du alte Produkte entfernen kannst, es sei denn, du brauchst sie wieder. Das ist natürlich dann ganz praktisch, wenn du wiederkehrende Produkte hast, dann kannst du das dir ersparen, die rauszunehmen, dann lass du sie gleich drinnen. Ich habe aber jetzt natürlich Lust auf Neues. Im Speziellen interessiert mich das Ningxia Red, und zwar das Paket von Ningxia Red. Hier bin ich in Empfehlungen drinnen. Das wird mir als erstes aufgemacht. War jetzt ein bisschen schnell. Wenn ich hier unter Produkte hinzufügen klicke, ich mache es vielleicht nochmal zu, dann geht mir ein Fenster auf und in diesem Fenster sehe ich Empfehlungen. Die gehen als erstes auf. Und hier habe ich verschiedene Pakete, die interessant sind. Hier ist zum Beispiel das Premium Starter Kit. Und ich selbst suche jetzt aber nach dem Ningxia Red und das finde ich unter Nahrungsergänzungsmittel. Da klicke ich hier auf Nahrungsergänzungsmittel, dann scrolle ich da runter und dann sehe ich, aha, das gibt es mit 2 Flaschen, das gibt es zu 4 Flaschen, das gibt es zu 6 Flaschen, das gibt es zu 8 Flaschen. Aber was mich interessiert, ist das Ningxia Red ALS Paket, weil das ist das günstigste.
das gibt mir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist aber nur, wenn du im ALS bestellst, also diese Tresor-Bestellung machst hier, weil du da eben Geld sparst und auch noch Treuepunkte sammelst. Das ist nur dann möglich. Ansonsten, wenn du nicht im ALS bestellst, nicht im Autoship bestellst, dann erscheint dieses Paket gar nicht. Dann kostet es dich einfach diese 4 plus die 30 Stück, kosten dich dann eben 223 statt 193. Also hier gebe ich eins ein, weil ich will natürlich das Ningxiaride ALS Paket, da habe ich am meisten davon, und dann klicke ich Warenkorb hinzufügen. Das braucht immer eine Zeit. Und jetzt sehe ich, das ist hier erschienen. Und jetzt aber will ich natürlich auch noch ein paar Öle haben. Ich gehe also nochmal auf Produkte hinzufügen. Ein paar Öle schaden nie. Das ist bei mir einfach so, ich brauche die immer wieder. Und deshalb will ich da auch noch shoppen gehen nach Ölen. Und da sehe ich, aha, die Immortelle ist ausverkauft. Helichrysum, sehr schönes Öl, und nach solchen Ölen halte ich immer Ausschau, weil dann weiß ich, wo ich bestellen kann, wenn es gerade verfügbar ist. Rosmarin ist ein sehr wichtiges Öl, ein sehr erfrischendes, aromatisches Öl. Das tut mir schon sehr leid, dass das schon jetzt länger ausverkauft ist. Und hier sehen wir, GLF ist ausverkauft, Gentle Baby ist ausverkauft. Da schaue ich später dann noch, wann Gentle Baby wieder verfügbar sein wird, denn wir haben im Informationsbereich des virtuellen Büros dann auch noch eine Liste zur Produktverfügbarkeit. Das zeige ich dir hinterher. Also schauen wir mal. Ich hatte hier, brauche ich eines, Panaway. Peace and Calming ist leider ausverkauft. Das ist jetzt endlich wieder erhältlich. Das Progesense Phytoplus schlage ich sofort zu. Purification brauche ich eigentlich ständig, das ist super für die Waschmaschine und super für den Raumduft. Und RC ist natürlich ein tolles Öl, das ist leider im Moment auch ausverkauft. Jetzt nehme ich stattdessen Raven. Release habe ich noch. Relief It, das ist ganz gut. Entschuldigung, was ich dir jetzt vormache, solltest du nicht nachmachen, das ist einfach, weil ich jetzt gleich die Gelegenheit nutze, meine Bestellung zu machen. Sacred Mountain immer noch ausverkauft, warte ich schon sehr lange drauf. Das ist einfach so, Young Living ist keine Fake-Firma. Young Living kann nur das verkaufen, was von den Pflanzen tatsächlich in Ernte zur Verfügung steht. Und es wird nichts im Labor gepanscht. Deshalb, es gibt Leute, die sagen, Wahnsinn, ausverkauft, 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 ausverkauft. Was ist denn das für eine Firma? Ich kann dir sagen, natürlich tut es weh, wenn man bestimmte Öle oder bestimmte Produkte gerade bräuchte, aber andererseits, wo findest du so eine Firma, die es nicht billig irgendwo anders herzaubert oder die es gar synthetisch herstellen lässt? Also das ist in meinen Augen ein sehr, sehr hohes Qualitätsmerkmal von Young Living, da bin ich sehr dankbar. So, ich fülle da jetzt ein paar aus der Reihe nach. Das ist so meine Methodik. Weil es ist irrsinnig schwierig, bei all diesen Ölen und Produkten über 200 Produkte, die hier in Europa verfügbar sind, Überblick zu bewahren. Weil ich ständig mit den Ölen und mit den Nahrungsergänzungen arbeite, tue ich mir systematisch immer gleich eine ganze Reihe bestellen und behalte natürlich die ausverkauften besonders im Auge, weil da muss ich natürlich schauen, dass mir die nicht ausgehen. Also ich habe lieber ein paar in Vorrat. Aha, The Gift gibt es wieder. Das war ausverkauft. Das sehen wir hinterher auch noch in der Liste zur Produktverfügbarkeit. Und deshalb, wenn das ein Öl ist, was ausverkauft war, da besteht die Möglichkeit, dass es eben auch wieder schnell ausverkauft sein wird. Deshalb, da schlage ich sofort zu. So, jetzt Warenkorb hinzufügen drücken. Braucht eine Zeit, bis das verarbeitet wird. Nicht unruhig werden, bitte nicht ein zweites Mal Warenkorb hinzufügen. Jetzt spätestens hätte man den Impuls, ein zweites Mal zu drücken, dann hättest du das Problem, du hättest alles doppelt. Und jetzt nehme ich hier noch das Starter Kit Premium,
was ich mir monatlich bestelle, mal raus, weil es kommt jetzt nächstes Monat eine neue Version davon. Deshalb nehme ich das jetzt vorläufig raus, damit ich dann mit dem ersten des nächsten Monats das neu bestellen kann. Und jetzt sehe ich, okay, 510 Euro schlägt schon ganz schön zu Buche. Dafür habe ich aber Ningxia Red, Ningxia Power für einen ganzen Monat, die 4 Flaschen und die 30 Einzelportionen zum Mitnehmen und die ganze Reihe von Ölen, die ich jetzt wieder nachbestücke bzw. zum Teil sofort benötige. Freue mich also schon, wenn diese Lieferung kommt. Und jetzt geht's weiter zu Zahlung wählen, bevor wir die Bestellung abschließen. Dann wähle ich jetzt noch die Zahlung. Ich habe jetzt alles zusammen und dann sehe ich, aha, Kreditkarte ist drinnen und Bankeinzug ist drinnen. Und jetzt schaue ich, Karte gewählt, aber ist nicht aktiviert. Das heißt, Bestellung läuft jetzt nicht über meine Kreditkarte, sondern läuft über Bankeinzug. Das ist hier angeklickt. Die ist zwar hier rübergespielt, diese Kreditkarte, aber sie ist hier nicht aktiviert. Sie hat also keine Priorität. Deshalb läuft es für mich über Lastschriftverfahren bzw. Bankeinzug. Übrigens hättest du als dritte Zahlungsmöglichkeit auch Vorabüberweisung. Kannst du auch machen. Du bestellst, dann überweist du das an die Living-Kontonummer und das muss dann die richtige Bestellnummer eingegeben werden bei der Überweisung und sobald es dann bei Young Living eintrifft, deine Überweisung, wird dir dann die Ware geschickt. Was man jetzt noch machen muss, und das ist ganz wichtig, das ist jetzt der wichtigste Vorgang überhaupt, diesen grünen Knopf ALS-Vorlage abspeichern drücken. Denn wenn du das nicht abspeicherst, ist alles, was du jetzt gemacht hast, wieder weg. Und dann musst du es von neuem machen. Also bitte unbedingt immer am Ende der Bestellung abspeichern drücken. Dann fragst du dich noch einmal, willst du es jetzt abspeichern? Denn dann tritt es natürlich wirklich in Kraft. Und ich sage natürlich, okay, ich will es auch mit dem GLF. Einfach ein wertvolles Öl. Und ich habe es jetzt auf den 13. August vorverlegt. Naja, ich komme am 18. August zurück. 4-5 Tage braucht es, bis die Lieferung zugestellt ist. Dann habe ich meine nächste Lieferung gerade, wenn ich aus den USA zurückkommen. Das war deine erste Bestellung, entweder Standardbestellung oder Autoship-Bestellung, nachdem du zuerst bei meinem Profil aktualisieren deine Zahlungsdaten eingegeben hast. Hier noch ein kleiner Tipp, unter den Hilfsmitteln findest du viele tolle Sachen. Da findet man die ganzen geschäftlichen und rechtlichen Unterlagen. Auch eine Tabelle zur Produktverfügbarkeit. Das ist ganz spannend. Du hast ja schon gehört, dass gewisse Öle nicht verfügbar sind. Und dann kann man sehen, bis wann ist dieses Gentle Baby, von dem wir vorhin gesprochen haben, to be announced. Da wissen wir noch nicht, wann es wieder TBA heißt, to be announced, wissen wir noch nicht, wann es wieder verfügbar sein wird. Zum Beispiel The Gift, dieses Öl, ist ab 31.07.2015 wieder erhältlich. Das ist genau heute. Das heißt vermutlich ab heute ist The Gift wieder verfügbar. Deshalb, diese Liste ist nicht schlecht. Die findest du eben hier, wo dir die Birne aufgeht, wo dir ein Licht aufgeht, die Glühbirne. Klickst du auf Hilfsmittel. Du hast natürlich alle Produktinformationen, Preislisten, Diffuser-Gebrauchsanleitung und natürlich, was noch besser ist, hier alle Audios. Irrsinnig viele Audios, also da kannst du richtig dich informieren über den essentiellen Lifestyle, über ätherische Öle und du hast aber auch hier unter Medien die Videos. Und da sind sogar ein paar Webinare dabei und andere Einführungen. Das ist auch recht empfehlenswert, dass du da mal reinschaust in die Medien. Also neben dem Normalprodukte bestellen, und im ALS Produkte bestellen. Und nochmal, ALS-Bestellung kannst du nur einmal im Monat. Dann musst du Normalbestellung machen. Aber wenn du nicht in diesem Trial-Programm sein möchtest, wo man monatlich bestellt, dann machst du einfach Normalbestellung. Die machst du ab und dann, ab und an mal, wann du halt was brauchst. Und hier eben unter den Hilfsmitteln viele Informationen und hier unter mein Profil aktualisieren, wenn du zum Beispiel auch dein Passwort ändern möchtest, oder eben deine Zahlungsangaben verändern möchtest. Zum Beispiel hast du eine neue Kreditkarte, machst das Ganze.
Und auch da ist immer wieder wichtig, Profilaktualisierung abschließen. Das ist das Wichtigste, das ist immer bestätigen. Zum Schluss, wenn du was eingegeben hast in einer Computerform, immer noch einmal auf OK drücken oder bestätigen drücken. Das war's von meiner Seite. Hier auf der Startseite siehst du übrigens nicht nur deine gesammelten Treuepunkte, die du dann in Produkte einlösen kannst, sondern du siehst immer wieder, was gibt's für Neuheiten. Und hier haben wir ein wirklich königliches Öl aus Hawaii, ganz neu in Europa. Das ist das Sandelholzöl. Auch ein Tipp, wenn du mal ein ganz spezielles Öl für höhere Schwingungen und ganz feinen Duft suchst. Ich wünsche dir viel Freude mit dem essentiellen Lebensstil, mit den ätherischen Ölen von Young Living und vielen Dank für deine Geduld, für die Anlegung deines Mitgliedskontos und die Bestellung. Auch wenn du es dir wirklich hart verdienen musst, das hast du jetzt gemerkt, wirst du das nicht bereuen, denn du wirst sehr, sehr viel Vorteil für dein ganzes Leben daraus ziehen. Bis bald, Aditya Nowotny vom Team Enjoy.